Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute hier für euch in Battle for Essen unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Und zwar machen wir heute nicht nur eine Mythic Plus Kiste auf, sondern ich will auch noch eine PvP-Kiste aufmachen. Ich war nämlich letzte Woche fleißig und habe ein bisschen mehr gebastelt. Und zwar war ich sowohl eine Mythic Plus Instanz und zwar eine 15er diesmal. Und zusätzlich habe ich noch ein bisschen Arena gespielt und wir können uns quasi hier noch eine Kiste holen. Weiß ich nicht, Rivale habe ich jetzt hier, keine Ahnung, was da rauskommt. Werden wir dann sehen, ob es da ein bisschen besseres Gear gibt. Vielleicht rollt es auch ein bisschen hoch. Gucken wir mal rein. So, dann öffne mal hier erstmal die erste Kiste und ich brauche immer noch Trinkets und Ringe oder eine Waffe. Was kriege ich? Ich kriege Handschuhe. Nein! Okay, also ich habe Handschuhe bekommen. Und einen 14er Key Riesenflöz, naja, brauche ich jetzt nicht so unbedingt, muss ich sagen, aber gut. Die Handschuhe, die kann man, glaube ich, zum Dissen geben. Nee, die sind. Ich habe schon vier 15er und da ist Vermeidung noch zusätzlich drauf. Ja, nee. Also, die Kiste war schon mal nix. Gut, Titanresidium war drin. Was habe ich denn bekommen? Hier irgendwie 800 Titanresidium. Das ist ganz nett. Ja, why not? So, jetzt gucken wir noch die PvP-Kiste nach. Und zwar müssen wir dafür einmal zum PvP-Händler rüberschauen. Und nebenbei könnt ihr mal gucken, ich bin jetzt bei 7000 Seefahrer-Dublonen hier bei dem einen Char. Und ich habe noch einen anderen, der nochmal 4000 hat, weil ich ja jetzt die letzte Zeit immer mit zwei Chars gequeued hat. Man merkt so, es geht zum Ende von dem Patch dann zu. Jetzt kommt ja dann bald Patch 8.2 raus. Und dementsprechend habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, ein paar Inselmounts zu farmen. Und habe gestern nochmal so ein kleines Mount rausgezogen. So, jetzt öffnen wir hier noch die nächste Kiste. Und nebenbei halt einen Haufen Seefahrer-Dublonen, bis das Mount dann endlich kam. Schauen wir mal, was hier drin ist. Wir haben ein. Was ist denn das hier? Ach so. Warte mal, habe ich nur dieses Uproll-Item gekriegt? Also damit kann ich einen Gegenstand von 400 auf 405 upgraden. Ja gut, das ist jetzt irgendwie nicht so. Achso, warte mal, nee, das waren die Hände, die ich vorhin bekommen habe. Das war alles? Und Azurit habe ich bekommen, 1800, aber ich bin ja schon lang, bin ja schon lange am Cap hier. Ja gut, dann ich habe einen PvP-Teil an und werft mir das halt auf, ne? Boah, ganze 5 Item-Level habe ich das jetzt aufgewertet. Das ist schon krass hier, ne? Also gut. Ich habe diese Kiste mal kaum aufgemacht, ne? Hab bis jetzt eigentlich immer Items rausgekriegt, wenn ich sie mal aufgemacht hatte. Und jetzt, naja, 5 Item-Level, das haut mich nicht um. Aber ein bisschen besser ist ja jetzt quasi mein Maledict-Trinket. Gut, das war's eigentlich schon mit dem Video. Mich würde mal interessieren, was ihr so noch gegen Ende der Season rausgezogen habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.